Man könnte diesen gigantischen Berg als Touristenattraktion bezeichnen. Das klingt auf jeden Fall besser als Müllhalde, was dieses mehr als 500 Meter hohe Massiv an der Grenze von Hessen zu Thüringen in Wirklichkeit ist. Der Abfall des Kalibergbaus, der dort schon seit fast 120 Jahren anfällt. Wie lebt es sich in einer Region, wo der Bergbau die Arbeit sichert und gleichzeitig die Landschaft zerstört? Unser Reporter Moritz Zimmermann war mittendrin zwischen Berg und tiefem, tiefem Schacht rund um das hessische Heringen und hat Antworten auf diese Frage gefunden. Die Werra. Auf 280 Kilometern fließt sie durch hessisch-thüringisches Grenzgebiet. Von oben wunderschön. Und wer seine Angel in den Fluss hält, der fängt mit etwas Glück gar einen Hecht. Und das, obwohl die Werra lange ein besserer Abwasserkanal war. Der Grund liegt tief unter dem Fluss. Der Kalibergbau. Geschichtsträchtig, Wirtschaftsfaktor und ein massiver Eingriff in die Natur. Den sie vollzieht. Theresa Schellhaas, Kind der Region und von Beruf Bergbautechnologin. Die Bedingungen ihrer Arbeit extrem. Hier unten ist immer das gleiche Klima, es gibt hier unten keinen Regen, es gibt keine Sonne. Also egal zu welcher Tages- und Nachtzeit ich hier meine Schicht habe, ich werde nie Tageslicht sehen. Gerade bohrt sie neue Löcher für die nächste Sprengung, um das Kalisalz aus dem Boden zu holen. Faszination Bergbau. Und trotzdem sind die Menschen hier naturverbunden. Ich liebe trotzdem meine Waldspaziergänge oder ich wohne in einem kleinen Dorf. Natürlich liebe ich trotzdem die Natur, aber die findet man hier unten halt nicht. Ein Leben voller Kontraste. Um zu verstehen, wie die Menschen hier ticken, reicht ein Blick in die Umgebung. Tausende Vogelarten, Highland-Rinder im Naturschutzgebiet und dahinter der Berg. Der sogenannte Monte Cali. Mit jedem Salzkorn wächst er, ist über 500 Meter hoch. Der Abfall der Kaliproduktion wird hier aufgehäuft, ein Müllberg. Für dessen Erweiterung gerade wieder eine Genehmigung erteilt wurde. Die ist nötig, weil 70% des abgebauten Salzes Abfall ist. Der Rest wird unter anderem zu Düngemittel, so der Unternehmenssprecher. Der weiße Abfall gibt der Region ihren Namen, Land der weißen Berge. Dieses Identifikationsmerkmal, dieses Einstellungsmerkmal Land der weißen Berge, das so ein bisschen auch wie so ein touristischer Slogan klingt, so ist er ursprünglich wohl auch gemeint gewesen, bildet natürlich schon ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl bei den meisten Menschen in der Region. Es gibt natürlich auch welche, das braucht man nicht beschönigen, die sagen, das ist ein Schandfleck. 4 Milliarden Euro Umsatz im Jahr macht das Unternehmen. Es ist der mit Abstand größte Arbeitgeber hier. Alles hängt mit K+S zusammen. Arbeitsplätze, Wohlstand, Umweltzerstörung. Was macht dieser Zwiespalt zwischen Ökologie und Ökonomie mit den Menschen, die hier leben? Wir treffen Hans-Jürgen und Reinhilde Kessler. Er hat 48 Jahre bei K+S gearbeitet. Sie ist hier in der Bergbaustadt Heringen geboren und geblieben. Früher wurden flüssige Kaliabfälle nicht aufgehäuft, sondern unbegrenzt in den Fluss geleitet. Für sie als Kinder hieß das, Spielen am Fluss war tabu. Die Werra war für uns eigentlich kein Ziel, sage ich mal. Also wir haben uns so gut wie nie hier an der Werra aufgehalten, weil die Werra war früher ein toter Fluss. Heute sind die Kesslers gerne hier. Ein paar Kilometer entfernt, in Merkers, ist die Werra sogar der Lieblingsort von Angler Dominik Schulz. Sie ist sein Revier. Die Zeiten, in denen Abwässer aus dem Bergbau eingeleitet wurden, kennt der 26-Jährige aus Erzählungen. Die Fische können eben einen gewissen Salzgehalt nicht vertragen. Der einzige Fisch, der hier noch sozusagen in einer großen Mehrheit vertreten war, war der Aal gewesen. Das weiß jeder, der kommt aus der Saragossa-See, das ist Salzwasser, der kam damit klar. Die Werra hat sich einigermaßen erholt. Hecht und Barsch sind so zurückgekehrt. Auch weil die Menschen, die hier wohnen und das Unternehmen, aufeinander zugegangen sind. Es geht nur miteinander, es geht nicht mehr gegeneinander. Es wurde viele Jahre eben auch gegen Kali geklagt. Das führte meistens zu keinem Ergebnis. Und heute möchten wir eben einfach mit Kali was erreichen und auf die Beine stellen. Und das funktioniert aktuell ganz gut. Unter Tage erklärt der Unternehmenssprecher wie. Für die Genehmigung des neuesten Verfahrens, des sogenannten Einstapelns flüssiger Abfälle in stillgelegten Bergwerksbereichen, braucht es eine aufwendige Änderung des Staatsvertrags zwischen Hessen und Thüringen. Wann hat K+S das ökologische Gewissen entdeckt? Das ökologische Gewissen in der Form, wie es jetzt hier die Verbesserung in der Werra betrifft, ist inzwischen deutlich über 10 Jahre alt. Wir wollen auch im nächsten oder jetzt im begonnenen Jahrzehnt die Konzentration in der Werra senken. Für das Ehepaar Kessler und alle, die wir hier getroffen haben, gehört all das ohnehin zusammen.
Bergbau und Natur. Denn ohne Kali würden sie hier wahrscheinlich nicht leben.